Der Erde sind wir alle. Auf der Filmteam und das fällt dann auch als Beispiel für dich. Wie ist das? Also für mich als Kameramann war das sehr gut, weil die Bettina immer sehr genau weiß, was sie will. Das heißt, wir kannten die Orte sehr gut. Wir haben uns die Orte sehr genau angeschaut, haben da teilweise sogar auch ins Licht eingegriffen und haben, also man muss sagen, wir haben den Film auf Filmmaterial gedreht mit einer großen Filmkamera, also relativ großen Filmkamera, also keine kleine Videokamera, die man schnell eben vorbeischaut. Das heißt, es war da schon sehr komponiert und klar, welche Einstellungen dann gedreht werden würden. Und nachdem wir mit dem Herrn Schubauer einen ganz, ganz tollen Partner hatten, der uns wirklich große Freiheit im Ratskeller gelassen hat, war das eine sehr gute Arbeit, die natürlich außenrum sehr viel Hektik hatte und wir aber unseren Rhythmus gefunden haben. Und der Julien hat da wunderbar mitgemacht. Also gerne kannst du auch noch berichten, wie es war. Also mich hat das überhaupt nicht gestört. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, dass sie da mitgedreht haben und es war auch eine neue Erfahrung für mich persönlich und da. Also mich hat es echt wirklich nicht gestört. Ich habe einfach meine Sachen gemacht und das hat mich überhaupt nicht abgelenkt. Ja. Aber wie war das denn zum Beispiel in der Großküche jetzt mit dem Lolli zu sehen? Der geht ja einmal ganz durch und im Ablauf wird es ja sicher ein bisschen komplizierter gewesen. Ja, ich glaube, das steht und fällt einfach in dem Fall wirklich mit diesem Küchenchef. Dass sie einfach bei Herrn Schubauer sagt, doch, leg die mal rein. Und zwar war das ja auch diese eine Schiene war genau zwischen Küche und Ausgabe, also die mussten dann immer über die Schienen springen. Und irgendwie fand er das dann aber auch ganz lustig. Also irgendwie muss der natürlich auch, und der hat natürlich seine Küche einfach unglaublich gut im Griff auch, dass der das dann irgendwie auch verantworten kann, dass das einfach weiterläuft. Hast du denn die Restaurants überhaupt gefunden? Das war doch sicher nicht ganz einfach. Oder waren die froh, dass endlich mal jemand kommt und uns in der Küche sieht?